Freunde, willkommen zu einem weiteren Review auf unserem Kanal. Ich bin euer Holby und heute haben wir für euch im Review die ICS Schwabenarms SAR M4105 in der FSA4 Variante und wie schon gehört in der 0,5 Joule Version. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde das Ganze von Bugatti. Kommen wir auch gleich dazu, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt in diesem schönen schwarzen Pappkarton mit einem schönen Inlay, das die Waffe vor Schäden schützt. Ansonsten haben wir im Lieferumfang integriert eine Packung Kugeln, eine Packung Sicherungen, eine Bedienungsanweisung, ein Reinigungsstäbchen, ein Chromprotokoll von Bugatti. Dann haben wir was sehr Schönes. Zwei Magazine im Lieferumfang integriert, das sind zwei High Caps A230 Schuss und natürlich die Waffe selber. Kommen wir auch gleich zu den technischen Daten der ICS MP5A4. Das Ganze ist ein AEG-System, das bedeutet, wir haben hier auch den Vollauto-Modus aktiv. Das Ganze ist im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist hier einstellbar, wo genau zeige ich euch bei den äußerlichen Eigenschaften noch. Das Material, was verarbeitet wurde, ist Kunststoff und kleinere Metallparts. Ebenfalls beim Body später noch mehr. Das Magazin bzw. die Magazine, wie schon erwähnt, fassen 230 Schuss, sind sogenannte High Caps. Die Energie, die uns Bugatti hier angibt, ist unter 0,5 Joule. Bugatti spricht hier von 0,46 bis 0,48 Joule. Das haben wir natürlich für euch nachgekront. Die Gesamtlänge der Waffe ist hier 680 mm. Das Gewicht beträgt 1500 Gramm. Der Preis für das gute Stück beläuft sich auf 199 Euro. Kommen wir auch gleich zum äußerlichen Eindruck der Waffe. Der Body ist hier, wie gesagt, schon aus Kunststoff komplett gefertigt. Lediglich kleinere Metallteile finden sich vorhanden, wie die Bodypins, den Feuerwahlhebel, vorne die Öse für den Sling bzw. die hintere Kornvisierung. Das Ganze ist auch wieder im Quick Assembly Design gemacht. Das heißt, wir müssen diesen Pin und diesen Pin lösen und schon haben wir die Waffe geteilt und man kann sehr leicht an die Gearbox rankommen, um eventuelle Fehler dann zu beheben. Kommen wir jetzt auch gleich zum Akkufach. Der Akkufach ist hier sehr großzügig im hinteren Schaftbereich untergebracht. Hier finden sich zahlreiche Akkus Platz bis hin zu richtigen Kraftwerken. Kommen wir jetzt auch gleich zum Magazin noch dazu. Die beiden Magazine werden hier unten, wie gesagt, leicht schräg eingeführt. Wie wir festgestellt haben, relativ schwer für den Anfang, also man muss ein bisschen Kraft aufwenden, damit das Ganze reinflutscht. Kommen wir nun gleich zu den Markings. Die Markings sind hier relativ dezent aufgebracht. Wir haben hier überhalb des Magazins ein Kaliber 9 mm, dem echten nachempfunden. Einmal die Feuerwahl-Piktogramme. Hier hinten haben wir einmal einen SAR-Schriftzug mit dem M4105. Abgebildet. Am Magazin unten befindet sich ebenfalls nochmal das 9 mm. Auf der anderen Seite haben wir hier einmal das Importeurabzeichen Bugatti 0,5 Joule, 9 mm. Eine fortlaufende Seriennummer und hier hinten nochmal ein kleines SAR-Logo. Kommen wir nun auch gleich zum inneren Eindruck der Waffe. Wie schon bei der SIG 552 greift Bugatti hier auf die bewährten Teile zurück, die auch in den größeren Waffen zu finden sind, die dann hier einen Metallbody haben. Wir haben eine V2 Metall Gearbox Shell mit gewohnten ICS Teilen drin, das bedeutet POM Pisten, ventilierter Pistenhead, Stahlgears und was sonst noch alles ICS typisch ist. Der Motor ist hier ebenfalls auch der ICS 3000 Motor in der Longtype Version. Was hier jetzt noch schön neu eingefügt wurde, ist ein
Switch, ein neuartiger Switch, der einen niedrigen Widerstand erzeugt. Somit haben wir ein relativ schöneres oder besseres Anspruchsverhältnis der Waffe. Kommen wir nur noch schnell zum Hop-Up. Das Hop-Up ist über diesen Regler hier einstellbar. Stufenlos, versteht sich. Wie wir finden, gibt es hier aber von zahlreichen anderen Herstellern wie VFC oder G&G bessere Lösungen. Wir haben es natürlich uns auch nicht nehmen lassen, diese Waffe wieder im Praxistest für euch zu spielen. Dafür ist diesmal die Tamina auf die Reise gegangen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich nochmal. Die Kamera ist so genial. Also, über die MP5 kann ich sagen, sie liegt schön in der Hand. Ist eine Frauenwaffe auch, sie ist recht leicht, kurz, lässt sich ganz gut spielen. Ein Manko ist für mich Magazinwechsel, das Magazin geht relativ schlecht rein. Vielleicht noch ein zweiter Knackpunkt ist für mich, die Sicherung geht auch relativ schwer verstellen. Aber wiederum Vorteil, ich bin Linksschütze, ich kann von beiden Seiten aus die Sicherung bedienen, was für mich ein guter Pluspunkt ist. Kommen wir nun auch schon gleich zum Fazit der Waffe. Das Fazit, müssen wir ganz ehrlich sagen, fällt hier recht dürftig aus. Das Kunststoff, was verbaut ist, fühlt sich, wie wir finden, billig an. Was allerdings schön ist, es knerzt dennoch nichts. Also daher tippen wir mal trotzdem auf einen relativ hochwertigen Kunststoff. Was natürlich auf jeden Fall schön ist, sind gleich zwei Magazine im Lieferumfang integriert und Sicherungen. Technisch ist das Ding einwandfrei, da liegt ganz klar die Stärke in der Waffe. Das Hop-Up, wie schon angesprochen, ist verbesserungswürdig. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Tuning investieren. Ansonsten finden wir die MP5 eine gute Einsteigerwaffe. Und ja, das war's von mir. Wenn es was gibt, Link in den Kommentaren zu der Waffe. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Euer Hobby, FV. Macht's gut.